Das Auto für die ganze Handballfamilie, der neue VW Charan. Viel Spaß beim Heimspiel des ESV Lok wünscht das Autohaus Pirna. Eigentlich ist eine Auswärtsniederlage beim Topfavoriten kein großes Problem, doch die 12-Tore-Schmach aus Leipzig sorgte in Pirna für Nachwehen. Zum einen wurden der Lok die Grenzen aufgezeigt, zum anderen verpasste es die Mannschaft, einen großen Schritt Richtung Tabellenspitze zu machen. Auch die Fans hatten an der Niederlage zu kauen und so spielte der ESV Lok gegen Baunatal vor halbleeren Rängen. Natürlich mussten wir die Woche über erstmal Wunden lecken. Nein, natürlich kann man in Leipzig verlieren, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben und so deutlich. Wir haben uns unter Wert verkauft, leider vor den 200 Zuschauern, die uns wahnsinnig unterstützt haben. Und ja, wir wollten heute einfach für uns alles wieder gut machen und den Zuschauern auch wieder ein kleines bisschen Gutmachung wieder machen. Und ich hoffe, dass es uns heute ein bisschen geglückt ist. Nun, nicht jeden Fan konnte der Auftritt gegen Baunatal überzeugen. Zu holprig war das Spiel der Lok gegen ein Team, das erst am Wochenende zuvor gegen den Tabellenletzten verlor. Katastrophal die ersten 20 Minuten. Pirna agierte unkonzentriert, spielte in der Abwehr viel zu verhalten. Im Angriff lief fast alles über Außenangreifer Steinscherer, auch weil der Rückraum überhaupt nicht funktionierte. Nach 20 Minuten standen beim ESV lediglich 6 Tore auf der Habenseite. Aber zu viel Freiwurf stand nicht getroffen. Ich denke 6 oder 7, erste 20 Minuten, das muss noch besser. Die zwei Gesichter des ESV Lok, denn gegen Ende von Halbzeit 1 spielten die Hausherren einen richtig guten Ball. 3 Tempo-Gegenstöße hintereinander brachten Pirna in Führung, Jürgen Steinscherer mit dem 9:8. Einen großen Anteil an der Leistungssteigerung hatte Thorsten Schneider. Vom Ergänzungsspieler entwickelt er sich zu einer wirklichen Alternative. Ja, ich denke, dass ich mich heute mal wieder beweisen konnte. Sicherlich war unser Spiel heute nicht das Beste dieses Jahr. Wir haben natürlich noch viel Nachholbedarf, vor allem in der Abwehr. Aber ich denke, dass wir das noch hinkriegen, die nächsten Spiele. Zur Pause hatte Pirna alles im Griff. Robert Weiß und die Tormaschine Jürgen Steinscherer sorgten für den 15:12 Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der ESV am Drücker. Bis zur 34. Minute wuchs der Vorsprung auf 7 Tore an. Dann aber nahm sich das Zenk-Team wieder einmal eine geistige Auszeit. Jetzt kriegen wir, 6 Tore vor. Jetzt lassen wir uns von dem 20er und von dem 9er wieder total verrückt machen, weil wir nicht rausgehen. Wir schaffen es nicht, dass wir an den 20er dran gehen. Du musst jetzt schauen, dass du den Kontakt überkommst. Bleib an den dran. Und vorne der Ball schneller spielen. Schneller spielen, länger spielen vor allen Dingen. Wir schließen viel schnell ab. Schenken denen wieder Bälle. Wir machen nur Einzelaktionen. Pirnas Spiel blieb schwankend. Auffällig war das schwache Auftreten der Legionäre. Der angeschlagene Dino Dragicevic blieb genauso wie Henry Auer blass. Wiederholt ein Totalausfall war Marco Busancic. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die im Endeffekt aus 2 Werfern besteht. Und wir schaffen es nicht, speziell in der zweiten Halbzeit, diese Leute dann auszuschalten. Erst als dann der Thorsten Schneider wieder in die Deckung gekommen ist, hat es dann die letzten 10 Minuten wieder besser funktioniert. War ein Fingerzeig, ein weiterer Fingerzeig, dass der junge Spieler deutlich mehr Spielanteile bekommen sollte oder bekommen wird und dafür mancher arrivierte Spieler vielleicht ein bisschen länger draußen sitzen muss, weil es waren speziell die Stammspieler, die die Deckungsprobleme mit hervorgerufen haben. Das Ende vom Spiel Pirna gegen Baunatal ist schnell erzählt. Sven Gradfuß Paraden zogen dem Gast den Nerv und sorgten für schnelle Tore auf der anderen Seite. Ohne Glanz, aber mit Erfolg gewinnt Pirna gegen Baunatal mit 30:26. Nächste Woche wartet an gleicher Stelle ein Gegner aus anderem Holz. Mit der TG Münden kommt dann der ungeschlagene Tabellenführer auf den Sonnenstein. Wir hoffen, dass nächste Woche natürlich wieder mehr kommen gegen Münden. Dass wir jetzt einfach den Zuschauern gezeigt haben, wir können doch noch Handball spielen und nicht nur diesen Angsthasen-Handball, den wir gezeigt haben in Leipzig. Gegen Münden nicht mehr dabei ist Lukas Base, der Rechtsaußen kam in Pirna nie wirklich zum Einsatz. Base wechselt deshalb zum Sachsenligisten Hoyerswerda. Ersatz für den 20-Jährigen hat Pirna aber schon gefunden. Wir haben im Prinzip schon einen neuen Linkshänder im Auge, der eigentlich erst für die nächste Saison vorgesehen war, weil wir ja
davon ausgehen müssen, dass der Ivan Serafimovic seine Karriere beenden wird wegen seiner gesundheitlichen Probleme. Den werden wir jetzt schon in der Winterpause nach Pirna holen. Der wird aber, wenn er dann da ist, erst im Februar wahrscheinlich spielberechtigt sein. Pirna gegen Münden. Mit einem Sieg am 11. Dezember könnte der ESV wieder ganz vorn mitmischen. Für Pirna eine Partie, ganz klar mit Endspielcharakter. Alle Mann an Bord, jetzt den neuen Schacher an Probe fahren. Natürlich im Autohaus Pirna.